So, ein kleiner Nachtrag noch. Wir haben hier ein neues Polygon und wir haben jetzt einen interessanten Effekt. Ich hatte vorhin noch gesagt, dass wir natürlich immer eine gerade Zahl an Schnittpunkten haben. Wenn wir uns jetzt das hier aber angucken, sehen wir, wow, wir haben ja gar keine gerade Zahl an Schnittpunkten. Was machen wir also jetzt, wenn wir genau so einen Fall haben? Das heißt, unsere Scanline liegt direkt auf diesem Punkt, direkt auf dieser Koordinate, direkt auf diesem Teil von den Vektoren. Ich mach das mal wieder weg hier. Das ist relativ einfach. Wir gucken, also es gibt, man muss nochmal unterscheiden, aber zuerst mal die simple Variante. Wir gucken einfach, okay, wenn wir genau so einen, im Fachjargon Vertex, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, also genau so eine Spitze, so einen Punkt treffen, dann können wir sagen, in diese Liste sagen wir, das war unser x1 und das würde ja jetzt unser x2 werden, dann fügen wir in unsere Liste nicht einfach nur x2 ein, sondern wir fügen zweimal x2 rein. Und dann haben wir das hier als x3. So, und dann sortieren wir die Liste, die wird dann auch genauso aussehen, weil wir das jetzt, weil ich das jetzt hier in dieser Form aufgeschrieben habe. Dann stellen wir fest, wir können wieder zwei Paare bilden, nämlich zwischen x1 und x2 und nochmal zwischen diesem zweiten x2, was wir eingefügt haben, und x3. Das heißt, wir würden hier zeichnen und hier zeichnen. So kann man also sicherstellen, dass, auch wenn es eine ungerade Anzahl ist, sicher durchgezeichnet wird. So, eine kleine Vermutung mache ich ja eigentlich, mache ich sehr, sehr ungern eigentlich. Wenn man diesen Teil hier einfach weglässt, könnte man doch sagen, man schreibt hier einfach eine Linie durch und vergisst diesen Punkt in der Mitte. Hätte ja genau denselben Effekt, weil das hier auf denselben Koordinaten liegt. Ob das tatsächlich so geht, weiß ich nicht. Aber ist auf jeden Fall mal eine interessante Frage, die man diskutieren kann. So, damit haben wir aber das Ganze noch nicht gegessen. Wir haben nämlich hier nochmal ein bisschen komplizierteres Polygon. Das jetzt wird es ganz interessant. Wir haben jetzt nochmal genau den Fall von eben hier. Drei Dinger und wir fügen hier einfach zwei Stück für ein. Also ist kein Problem. Wir zeichnen dann hier und wir zeichnen dann hier. So, jetzt haben wir aber die Scanline, ach, brauche ich gar nicht wegmachen, noch an einem weiteren Punkt und zwar an diesem hier. Jetzt wird es ein bisschen tricky. Wir sehen, hier ist ein Schnittpunkt und der ist genau auf dem Punkt und hier ist sogar auch einer genau auf dem Punkt. War gar nicht beabsichtigt. Und hier ist er fast genau auf dem Punkt. Also ein bisschen Krümmel da dran. So, für uns soll aber dieser hier und diese anderen zwei gar nicht so wichtig sein. Ich will eigentlich das Augenmerk auf diesen hier lenken. Wenn wir genauso vorgehen würden wie vorher, dann würden wir ja, das ist ja hier genau auf dem Punkt, würden wir sagen, okay, wir fügen dafür zwei Vektoren ein. Entschuldigung, zwei Einträge in unsere Liste, die ich jetzt mal nicht vollschreibe. Dann würden wir nachher Folgendes bekommen. Wir würden hier eine Linie zeichnen. Wir würden hier eine Linie zeichnen. Und gut, weil der zufällig hier auch noch da liegt, würden wir da dann einen Punkt zeichnen. Das sieht natürlich voll falsch aus und ist halt nicht das Richtige. So, was müssen wir also machen? Ich mach das Grün hier nochmal weg hier. Und die auch am besten. So, wir müssen also wissen, wenn wir jetzt hier schneiden, wir müssen uns angucken, wie verläuft denn unser Ding eigentlich? Also läuft es so oder, am besten mit einer anderen Farbe, oder läuft es so? Das sind die zwei Schnittpunkte, die wir uns angucken. Es ist ganz einfach, so wie man es hier schon sieht, wir gucken uns einfach an, wenn wir hier so einen Schnittpunkt gefunden haben, dann prüfen wir, sind die entsprechenden Punkte, die dazu, also die entsprechenden zweiten Punkte, die zu diesem Vektor dazugehören, sind die beide auf der gleichen Höhe, so wie hier, diese hier sind beide auf der gleichen Höhe, sind beide oberhalb von diesem Ding hier. Können natürlich auch sein, dass unser Polygon so von unten irgendwo dran kommt, dann sind sie beide unterhalb, ist auch okay, kein Problem. Oder sind sie wie in unserem zweiten Fall hier, einmal oberhalb unseres Punktes und einmal unterhalb unseres Punktes. Man guckt sich dann einfach hier den passenden Koordinatenvektor an. Man könnte auch gucken, wo dann diese Linie hingeht, aber ich gehe mal davon aus, rechentechnisch ist es besser, sich einfach diese Punkte anzugucken. Und dann weiß man eben Bescheid. Ist so eine Art wie lokales Maximum und lokales Minimum erstellen oder sowas. So wurde es in ein paar Videos erklärt. Jedenfalls, so kann man sich das anschaulich vorstellen. Okay, also wenn die auf unterschiedlichen Höhen zwischen unserer Scanline sind, dann wissen wir, okay, wir müssen keinen zweiten Punkt einfügen. Und wenn es auf auf der gleichen Höhe ist, also zum Beispiel so oder so, dann müssen wir einen zweiten Punkt einfügen. Das muss man sich also noch merken, wenn man dann diese Liste hier erstellt, um dann nachher von den Paaren diese Linien zeichnen zu können. Und dann würden wir auch hier eine saubere Linie hinkriegen, weil das ist oben und unten. Wir fügen einen kleinen zweiten Punkt ein. Das heißt, wir haben in unserer Liste steht dann nur dieser Punkt und dieser Punkt, jeweils einzeln. Und dann zeichnen wir diese Linie, weil dieser und dieser Punkt drin steht.